Hallo Jörg. Herr Martin, kommen Sie doch rein. Was verschafft mir die Ehre? Braucht man denn immer einen Grund, um seine Schäfchen zu besuchen? Wie geht's deiner Mutter? Es geht ihr gut. Das neue Heim gefällt ihr besser als das letzte. Das ist schön. Es ist gut, wenn man sich wohlfühlt da, wo man wohnt. Möchten Sie einen Kaffee, Herr Martin? Gerne. Sag mal, warum hast du Angst? Angst? Wovor? Naja, du scheinst im Moment nicht der Einzige in der Gemeinde zu sein, der Angst hat. Ich weiß leider nicht genau, wovon Sie reden, Herr Martin. Milch? Nein, danke. Schwarz. Du warst doch am Montag auf dieser Demonstration, oder nicht? Ja doch, das war ich. Also? Wovor hast du Angst? Darum geht es doch gar nicht. Ich bin einfach nur besorgt. Gut. Dann sag mir, warum du besorgt bist. Vielleicht kann ich dir deine Sorgen nehmen. Nein, danke. Ich komme schon gut alleine klar. Ich würde es aber gern verstehen. Immerhin schreibt ihr euch auch religiöse Motive auf die Fahne. Gerade als Pfarrer sollten Sie sehen, dass unsere christliche Kultur verdrängt wird. Aha. Warum glaubst du das? Schauen Sie doch raus. Überall diese ganzen Asylanten. Ich meine, ich bin hier auch groß geworden. Aber die versuchen nicht einmal, unsere Sprache zu lernen. Ich bin wirklich kein Nazi, aber... Ich war auch mal Flüchtling. Was? Nein. Mhm. Ich habe in einer Diktatur gelebt und bin geflohen. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Und ihr benutzt unsere Parole. Dann sollten Sie doch verstehen, warum wir jeden Montag auf die Straße gehen. Du glaubst, wir leben in einer Diktatur, Jörg? Aber die Medien sind doch alle gleichgeschaltet. Und uns hört doch keiner mehr zu. Ich höre dir zu, Jörg. Aber sie denken doch so wie jeder andere. Sie glauben, ich bin irgend so ein beschissener Nazi. Ich glaube nicht, dass du ein Nazi bist, Jörg. Aber genau das machen sie gerade aus mir. Ich versuche mit dir zu reden. Und gerade wenn du sagst, dass christliche Werte bedroht sind, dann sehe ich das als meine Pflicht an. Und ich versuche hier nicht als dein Gemeindepfarrer, sondern dir als dein Freund zu zeigen, dass das nicht so ist. Also, wovor hast du wirklich Angst? Ich habe keine Angst. Aber uns hört keiner zu. Alle sagen, dass sie zuhören. Aber alle beschimpfen uns nur als Nazi und ich... Wir haben keine Jobs. Und diese Scheißregierung hat nichts Besseres zu tun, als sich um diese Drecksausländer zu kümmern. Und ihnen das Geld in den Rachen zu schieben. Und wir müssen hier leben wie die Dreckshunde. Ich bin kein Nazi. Ich bin kein Nazi. Du bist einsam. Nein, aber ich habe keine Lust mehr auf diese Brut, die nicht arbeitet und trotzdem das Geld in den Arsch gesteckt bekommt. Du bist einsam und ich habe Mitleid mit dir. Ich brauche ihr verdammtes Mitleid nicht. Sag mir, Jörg, warum bist du so einsam? Ich bin nicht einsam. Das ist nicht das Thema! Ich weiß, es lief nicht gut, seit du deinen Job verloren hast. Den hat jetzt irgend so ein Asiate. Und dann das mit deiner Mutter, das tut mir auch leid. Lassen Sie meine Mutter da raus. Lass mich dir helfen, Jörg. Du fühlst dich allein gelassen. Ich bin nicht allein. Ja, du bist nicht allein, Jörg. Du bist nicht allein. Aber du bist dabei, dich von allen anderen Menschen zu isolieren und dich in etwas hineinzubewegen, das sehr gefährlich ist.
Du benutzt das doch alles nur als Ausrede. Ich weiß, dass du nicht so dumm bist wie das, was du da behauptest. Wir finden eine Lösung. Es ist nicht meine Schuld. Niemand sagt das. Es ist aber auch nicht die Schuld der Migranten oder der Muslime oder der Asylanten. Du fürchtest dich doch nicht um den Verlust der christlichen Kultur. Was du suchst, das ist ein Halt und eine Erklärung. Die Menschen, mit denen du da montags auf die Straße gehst, das sind doch nicht deine Freunde. Das sind Menschen, die genauso alleine sind und sich einsam fühlen wie du. Wir sind keine Nazis. Ich bin nur... einsam. Ich weiß. Komm. Einsam, aber nicht allein. Gehen Sie! Sie sind genauso wie die anderen! Ich bin nicht einsam! Ich bin wütend! Ja, bitte. Gehen Sie! Verschwinden Sie! Hauen Sie ab!